Sehen wird ja als eine der wichtigsten Sinneseindrücke wahrgenommen von vielen Menschen. Tatsächlich zeigen Umfragen, dass die Angst vor Erblindung eine der größten Ängste ist, wenn es um Krankheiten geht. Das ist ähnlich hoch wie Angst vor Krebs. Und das unterstreicht nochmal, wie wichtig das Sehen und der Sinneseindruck Sehen für uns Menschen ist. Wie ist das Auge aufgebaut? Also von außen sieht man ja die Iris und den Augapfel. Und außen haben wir eine transparente Schutzschicht, das nennt man Kornea, wo das Licht halt leicht durchfallen kann. Dann gibt es die sogenannte Pupille, die kann sich in der Größe verändern, abhängig von der Lichtintensität. Und dann fällt das Licht hinten auf eine nur wenige Millimeter dicke Schicht, die sogenannte Netzhaut. Die Netzhaut ist ein Teil des Gehirns, also des zentralen Nervensystems. Und in der Netzhaut tatsächlich, da findet das statt, was wichtig ist fürs Sehen, nämlich die Verwandlung von Licht in ein biologisches Signal. Und dafür brauchen wir Photorezeptoren. Und diese Photorezeptoren sind ganz spezielle Nervenzellen, die halt das Licht einfangen können auf der einen Seite und dann durch biochemische Prozesse in ein Signal umformen können. Erst ein elektrisches Signal und dann ein chemisches Signal, bis es dann über den sogenannten optischen Nerv ins Gehirn geleitet wird. Und im Gehirn werden dann wirklich die Bilder zusammengesetzt oder geformt, die wir dann als unsere Umwelt empfinden und als Bilder wirklich sehen. Bei den Photorezeptoren nun unterscheiden wir prinzipiell zwei Typen. Da haben wir zum einen die sogenannten Stäbchen und auf der anderen Seite die Zapfen. Und das menschliche Auge ist jetzt sehr speziell aufgebaut. Es hat zentral einen ganz kleinen Bereich, der heißt Makula. Und in diesem Bereich sind besonders stark die sogenannten Zapfenphotorezeptoren konzentriert. Und nur mit diesem kleinen Bereich haben wir dieses hochfokussierte Sehen, was wir brauchen, um halt zu lesen oder Auto zu fahren oder ähnliches. Und um die Makula herum wiederum sind größtenteils die sogenannten Stäbchenphotorezeptoren. Die Stäbchenphotorezeptoren sind hauptsächlich dafür zuständig, wenn es dunkel ist oder wenn es dämmert und bei Nacht, sich zu gewehren. Ja, eine sehr häufige Erkrankung oder Erblindungskrankheit basiert darauf, dass halt genau diese lichtsensitiven Photorezeptoren nicht mehr funktionieren oder sogar absterben. Abgestorbene Photorezeptoren kommen nicht wieder. Die können nicht nochmal neu aufgebaut werden oder, wie wir sagen, regeneriert werden. Das ist halt anders als zum Beispiel bei anderen Lebewesen, wie zum Beispiel dem Zebrafisch, der kann das. Der kann nach Absterben von Photorezeptoren tatsächlich selber neue Photorezeptoren bilden. Der Mensch kann es nicht. Auf der einen Seite haben wir da die altersbedingte Makuladegeneration. Das ist eine Krankheit, die sehr häufig vorkommt. Hier ist es so, dass die Zapfenphotorezeptoren, dass die Zellen genau dort absterben. Das heißt, wir haben einen Ausfall des Sehens genau im zentralen Sichtfeld. Auf der anderen Seite gibt es eine Gruppe von Krankheiten, die wird zusammengefasst unter dem Begriff Retinitis pigmentosa. Da sterben zuerst die Stäbchenphotorezeptoren ab. Und bei denen ist es nun so, dass es als erste Symptome dann eine sogenannte Nachtblindheit auftritt. Und wenn das weiter fortschreitet, liegen dann nur noch die Zapfen in der Makula vor. Das heißt, es entsteht ein sogenannter Tunnelblick, der wirklich nur das zentrale Sichtfeld noch erlaubt. Leider ist es dann so, dass als sekundär auch diese Zapfen in der Makula absterben und das führt zu kompletter Blindheit. Es gibt ganz spannende Ansätze, wie man halt neue Therapien entwickeln kann für Erblindungskrankheiten. Meine Arbeitsgruppe konzentriert sich auf einen Ansatz, der Zelltherapie bedeutet. Also kann man durch Transplantation abgestorbene Photorezeptoren wieder ersetzt. Da gab es großen Durchbruch in den letzten Jahren in diesem Forschungsfeld. Es konnte nämlich gezeigt werden, dass unter ganz bestimmten Bedingungen aus sogenannten pluripotenten Stammzellen sich kleine organähnliche Gewebe entwickeln können. Und diese beinhalten auch sehr, sehr viele Photorezeptoren, die sogenannten Netzhautorganoide. Und wir können jetzt halt diese wachsen lassen und die Photorezeptoren aus diesen Organoiden isolieren und diese dann für Transplantationsexperimente nutzen. Um das zu tun, nutzen wir Mäuse, die blind sind und die dann eine Transplantation von humanen Photorezeptoren erhalten. Und was wir erst kürzlich zeigen konnten, ist tatsächlich, dass diese transplantierten Photorezeptoren, die Spender-Photorezeptoren, sich voll entwickelten. Sie wurden reif.
Sie konnten sich verbinden mit Zellen, die noch in der Empfängernetzhaut vorhanden waren. Und es konnten sogar Lichtreize empfangen werden und innerhalb der Retina weitergegeben werden. Das ist ein ganz vielversprechender Ansatz, dass man das eines Tages vielleicht benutzen kann, um abgestorbene Photorezeptoren zu ersetzen und damit zumindest teilweise wieder Sehempfinden dem Patienten zurückbringen kann.